Wir sprechen über Veränderungen beim Zeitintervall von Prüfungen. Was genau das ist, wie man sich das vorstellen kann, auch über Beispiele werden wir sprechen, und zwar mit David T. Passe. Er ist stellvertretender Schulleiter beim Gymnasium Hasewinkel. David, magst du gleich einsteigen? Was bedeutet dieser Zeitintervall, der ja ein Spannungsfeld beschreibt zwischen eng und weit? Und vielleicht hast du auch schon ein Beispiel, von dem du berichten kannst. Genau, also ich fange vielleicht mal mit den Begrifflichkeiten eng und weit an. Also eng würde so im klassischen Sinne bedeuten, dass man dieses Schulstundenprinzip sich vorstellt. Wir haben so leider im Schulsystem so ein System mit 45 Minuten, maximal 90 Minuten. Und eng würde dann bedeuten, dass es innerhalb dieses klassischen Zeitraums eine Überprüfung gibt, die der Lehrer setzt auch. Der Lehrer sagt an irgendeiner Stelle oder vielleicht sogar das Schulsystem sagt, wir schreiben eine Zentralklausur und die wird jetzt hier geschrieben. Weit heißt, dass die Schülerin, der Schüler selbst entscheidet, zu welchem Zeitpunkt er oder sie sich prüfen lassen möchte. Und vielleicht sogar das so weit ist, dass das sich über den ganzen Zeitraum erstreckt, wie zum Beispiel in dem Beispiel, was ich mitgebracht habe. Also mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eine Projektarbeit in der Oberstufe. Und im Rahmen dieser Projektarbeit hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, sich über einen Zeitraum von 2 Wochen die Zeit frei einzuteilen. Also Pi mal Daumen sind das dann so 6 Stunden, die man sich da einteilen kann. So war das Projekt von mir gestrickt, dass es innerhalb von 6 Stunden auch machbar ist. Das sind also sehr abgegrenzte Projekte gewesen mit schon einer offenen Aufgabenstellung. Und die Schülerinnen und Schüler konnten jetzt selbst entscheiden, wann sie das Projekt angehen. Also man hätte zum Beispiel auch ganz früh anfangen können und dann sukzessive vielleicht alle 2 Tage dann mal eine Stunde dann arbeiten können oder auch ganz zum Schluss, wie das eine Schülerin auch gemacht hat, daran sitzen und dann eine Nacht- und Nebelaktion rausmachen. Entscheidend für mich ist dabei und für viele, mit denen ich da zusammen drüber rede, dass der Fokus eben beim Schüler, bei der Schülerin liegt. Und nicht so sehr der Lehrer jetzt entscheidet, jetzt muss eine Prüfung geschrieben werden, weil unser Schulsystem das jetzt gerade braucht, sondern die Schülerin, der Schüler selbst entscheidet, also zumindest in einem Rahmen entscheidet, wann er oder sie jetzt denn bereit ist, diese Leistung zu erbringen. Und das, finde ich, ist ein großer Punkt, der zeitgemäße Prüfungsformate beinhaltet, dass man das eben selbst entscheiden kann, weil man das auch lernen muss. Das bedeutet, wenn man jetzt sagt, Zeitintervall weit, 2 Wochen oder vielleicht sogar noch mehr Wochen, bedeutet nicht, dass diese gesamte Zeit ein Prüfungszeitraum ist im Sinne von die Prüfung, erstreckt sich so lange, oder gibt es das auch? Das gibt es auch, also beides. Also ich kann mir beides vorstellen. Wir haben auch Beispiele in beiden Extremen. Also eine Sache, die mir gerade vorschwebt, ist, dass der Schülerin, die Schüler sich vorstellt, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Prüfung machen zu wollen, also dann fertig ist quasi mit dem, was sie bisher gemacht hat und der Meinung ist, jetzt könnte sie geprüft werden und sich dann quasi anmeldet für eine Prüfung. Das war allerdings jetzt nicht mein Beispiel. Mein Beispiel ist konkret, dass sich erstreckt über einen längeren Zeitraum und die Schülerin, der Schüler selbst entscheiden kann, wann sie da jetzt dran arbeitet, aber quasi das nicht bei mir anmeldet, sondern der Abgabezeitraum fest definiert ist, in 2 Wochen. Aber beide Ausprägungen sind völlig okay und bieten einfach einen anderen Blick auf Schule, auf das, was wir von Schule klassischerweise kennen, weil der Fokus weg ist von dem, was ich als Lehrer oder als System vorgebe, hin zu dem, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich wollen und vielleicht auch lernen sollen. Wenn sich jetzt die Prüfungen entsprechend verändern, sich das verschiebt, wie verändert sich dann auch das Lernen und wie kann das einen Beitrag zu zeitgemäßer Bildung liefern? Ja, also das Einfallstor für uns, um zeitgemäß zu lernen, ist ja gerade eben die Prüfung, weil häufig dieses Argument im Raum steht, wir können nicht zeitgemäßer lernen, weil eben diese Prüfungen so da stehen. Und so ist unsere Argumentation, dass wir das eben ändern können. Und in viele Möglichkeiten sind da, sowas zu verändern, im Rahmen von Projektarbeiten, von alternativen Prüfungsformaten. Und die große Chance, die sich da bietet in diesem Kontext, ist eben, dass der zu zeitgemäßem Arbeiten ist, dass der Fokus eben weggeht vom organisierenden System hin zu der Schülerperspektive, weg von der Steuerung durch den Lehrer, hin zu mehr Selbstorganisiertheit, mehr Selbstgesteuertheit. Der Schüler soll eigentlich lernen, die Schülerin soll lernen, wann sie in der Lage ist, eine Prüfung abzulegen, wann sie selbst der Meinung ist, sich zu strukturieren oder zum Beispiel zu arbeiten, sich die Zeit frei einzuteilen. Das ist ja das, was heute auch, wenn ich mir so angucke, gesellschaftlich, was gefordert ist, so ist es ja selten so in der Gesellschaft, dass man irgendwann zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt genau innerhalb von 90 Minuten jetzt eine Leistung ablegen muss, sogar ohne Hilfsmittel und alles drum und dran. Das kommt ja alles noch dazu. Sondern es ist ja häufiger so, dass man eine Menge an Aufgaben zu erledigen hat. So ist es ja auch bei mir in meinem Job.
und entscheiden muss, welche Aufgaben man jetzt priorisiert. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die unsere Schülerinnen und Schüler lernen müssen in der Schule. Und dazu würde ich ganz gerne als System, als Lehrer, denen eine Möglichkeit bieten. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, indem sie lernen, sich Zeiten selbst einzuteilen, einzuschätzen, wann sie soweit sind mit dem, was sie können. Wenn ich jetzt diesen Regler ein Stück weit nach rechts schieben will, wie kann ich anfangen? Das ist gar nicht so schwer. Also man muss vielleicht gar nicht so sehr in diese Projektarbeitsgeschichte des Beispiels gehen, das ich mitgebracht habe, sondern man kann sich so ein Beispiel vornehmen wie das von Hendrik Haverkamp zum Beispiel, was auch angegeben ist jetzt bei den Materialien. Das ist so eine Arbeit, die innerhalb von 3 Schulstunden stattgefunden hat. Das öffnet den Regler so ein kleines bisschen. Die Schülerinnen und Schüler haben ein bisschen mehr Zeit, weg aus diesem 90-Minuten-Rhythmus, können innerhalb dieser 3 Stunden entscheiden, wann sie da reingehen, wie sie da reingehen, welche Hilfsmittel sie dabei haben. Es gibt aber auch noch eine andere Geschichte, dass man sogar in dem vorgefertigten Rahmen arbeitet. Auch das ist möglich. Das heißt, geht in ganz, ganz kleinen Schritten und dann zum Beispiel stärker durch mehr Hilfsmittel oder sowas arbeitet. Alles sind so kleine Stufen auf einem Weg zu ein bisschen mehr zeitgemäßerem Lernen und zeitgemäßerem Prüfen. Und ich glaube, das sind alles ganz gute Schritte, die man da unternehmen kann. Es wäre vielleicht auch falsch, von einem ganz klassischen Prüfungsformat direkt in ein total offenes Prüfungsformat überzugehen. Insofern ist dieses System mit diesem Schieberegler, mit diesem kleinen Verschieben da gar nicht so schlecht, weil man sich daran gewöhnen muss, selbst als Lehrperson, allerdings auch die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnen muss, das zu machen. Weil das muss gelernt sein. Man muss ja lernen, dass man jetzt offener daran geht. Bisher liegt der Fokus, wie ich das ja gesagt habe, ganz häufig darauf, dass ich alles entscheide. Ich strukturiere alles vor und ich möchte ja da raus. Und das muss beidseitig gelernt sein. Stichwort Schieberegler. Gibt es welche, die in engerer Verbindung mit diesem Schieberegler-Zeitintervall stehen? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ich habe mich jetzt mal auf die Wesentlichen dabei konzentriert. Also ich glaube, Raum ist ein ganz wesentlicher Schieberegler dabei, weil ich mir vorstellen kann, so wie ich das auch in meinem Beispiel gemacht habe, dass das hervorragend auch nicht in der Schule passiert. Insbesondere dann, wenn es ein längerer Zeitraum ist, der in der Projektarbeit mündet. So kann das hervorragend überall passieren, ne? Und auch zu einer anderen Zeit passieren. Material wäre ein weiterer Schieberegler, der da reinkommt, ne? Weil gerade dann, wenn es nicht in der Schule passiert und wenn der Zeitraum frei ist, bietet sich natürlich insbesondere an, wenn es keine Proctoring-Sachen werden sollen, dass der Schieberegler möglichst zu einer sehr freien Gestaltung von Hilfsmitteln ist. Und dann würde sich vielleicht natürlich noch der letzte Schieberegler Aufgabe anbieten, der mir sofort dabei vorschwebt, das ist der, dass natürlich eine offene Aufgabe gerade in diesem Setting besonders viel Sinn macht. Wenn das eine geschlossene Aufgabe ist, die über einen längeren Zeitraum zu erstrecken, macht nicht so ganz so viel Sinn. Und ich glaube, je länger der Zeitraum wird, desto offener sollte die Aufgabe dabei auch sein. Und diese Schieberegler kann man sich in den weiteren Videos anschauen. Außerdem haben wir Materialien als Ergänzung zu diesem Video verlinkt, inklusive Beispiele. Ganz herzlichen Dank, David Tepasse.